So, und den hier kann ich eigentlich gleich mal holen. Okay, ich hab einen. Okay, ich hab. Der war unsichtbar und ich habe ihn geholt, als er unsichtbar war. Ja Leute, und seid herzlich willkommen zu einer Runde oder zu ein paar Runden Ender Games mit Riton heute mal wieder. Hallo. Moin moin. Ich bin das Kid Zinsucher, weil ich damit immer noch ein bisschen üben muss. Und du spielst das Kid Chicken, ne? Ja. Für die Dias, yes. Ich habe ein Eisen und zwei Heal-Potions, das ist auch wirklich schade. Aber dafür habe ich zwei Level. Doch, ich wurde einfach wieder hochgepackt. Chichi, komm mal. Good job. Für die, die es nicht wissen, also das Schinken-Kit kann, hat so ein Schinken bei sich und halt, man braucht dann nur Rechtsklick drauf zu machen, dann ist das Essen aufgefüllt, man hat für 5 Sekunden Regeneration, 50% mehr Schaden und Schnelligkeit war das, ne? Ja. Ja, Schnelligkeit hat man auch. So, ich habe auch zwei Dias gefunden gerade. Okay. So, da oben ist schon einer. Ah, 40 Sekunden geht die Schutzzeit noch. Das ist eigentlich relativ gut. Wollen wir Team oder? Ja, eigentlich schon. Okay. Und einfach so, dass wir überleben bis zum Ende halt. Oder versuchen zu überleben bis zum Schluss. Spannendes 101. Genau. Ich hab noch mal im Such- Ich hab das bei, ich weiß nicht, kennst du Dage oder Noonan? Nein. Oder von den beiden. Ich hab das bei dem mal gesehen. Wenn die Endergame spielen, ich bin immer so, dass halt am Ende einfach noch sie übrig sind. Und dann machen sie so ein MLG-Kopfwurf, glaube ich, oder MLG-Water am Schluss. Ja. So, den hier kann ich gleich mal holen. Okay, ich hab einen. Okay, ich hab... Lol, der war unsichtbar und ich hab ihn geholt, als er unsichtbar war. Lol. Oh, ne! Und da hab ich ihn abgestaubt. Ach, bist du schon tot? Shit, ja. Ja, dann könnten wir in die nächste Runde. Der war Skorpion. Also, ich wreck ihn gerade jeden. Okay, ich bin auch tot. Okay, geh in die nächste Runde einfach. Ja, okay, warte. Das war eine sehr kurze Runde auf jeden Fall. Ja, wir aber mal gucken, wie die nächste wird. Okay, ich gehe in eine. Machst du einen Cut oder? Nee, ein das war ein Cut. Okay. Ah, nächstes gehen nun. Ah doch, jetzt geht's ja auch los. Okay, egal. So. Oh, es ist krass. In letzter Zeit, ich habe einfach so viele neue Freunde aufgabeln. Also die mich neu jetzt haben als Freunde. Und wenn ich so Tab drücke, ich kenne fast jedes Mal jemand. Jetzt zum Beispiel gerade den EP-Crafter. Und ja gut. Ich mache dieses Jump'n'Run bei Endergames ist einfach eines, was ich auch noch nie geschafft habe. Also ich habe das schon. Vor allem wegen einem Sprung. Das sind die 4 lang und 1 hoch. Ich habe bei jedem Spielmodus jedes Jump'n'Run eigentlich geschafft, soweit ich weiß. So genau, das ist meistens dieser Sprung schaffe ich und den letzten nach oder den nächsten so verkacke ich. Ah gut. Wenn man ob dein Stream morgen um 8 Uhr beginnt, ich habe einfach mal ja geschrieben. Nein, morgen eben genau nicht. 18 Uhr oder was hast du nochmal geschrieben? Morgen 18 Uhr circa, ja. Also Leute, genau wenn ihr dieses Video seht, dürfte ungefähr der Livestream heute beginnen. Ich bin rausgeflogen. Ja lol. Na gut, dann spiele ich die Runde jetzt einfach. Ich spiel die einfach. Oh mein Gott, Unge, schreibt jemand. Ah, ist klar. Ja. Es ist einfach... Moment, hat da jemand einen Unge-Skin oder der da nicht? Na, keine Ahnung. Früher dachte ich auch immer, wenn einer so einen Skin hat von so einem YouTuber, dass er das sofort ist. Die egal, ich spiele jetzt einfach runter. So. Ey, das ist meine Kiste. Ey, Bro. Nein! Mann! Spectator. Ich habe einfach gar nichts gekriegt bis jetzt. Die diskutieren da gerade über Fußballclubs, habe ich gesehen. Jemand hat auch geschrieben vor Bayern Beste und nachher hat er mit VfB noch bekommen. Ja, habe ich gesehen. Okay, du hast ja von Anfang an ein Schwert, ne? Ich habe von Anfang an ein Goldschwert, ja. Zielsucher-Kit habe ich auch, also das auch lohnt sich auch eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Aber Ritter ist auch eigentlich einer der OP-sten, finde ich, weil, wegen dem Pferd, Alter. Aber Ritter wird eventuell hat man noch genervt, das weiß man jetzt auch noch nicht. Wie bitte nochmal? Ritter wird vielleicht mal genervt, dann so schwächer gemacht. Oh, ja. Ich weiß nicht, aber ist ja bei vielen Kids passiert, bei Endergames in der Vergangenheit. Ja, Zielsucher zum Beispiel, das war ja mal 50% mehr Schaden, ne? Das kann gut sein, ja, jetzt ist es ja noch 20%. Das sind nur 20, das hat sich so verschlechtert. Pass auf hinter dir, ne? Ja, ich hab mal einen Eisenschock. Das sind gebracht. Zwei Leute, die dich sofort am Anfang verfolgen. Er hat ein Dierschwert. Ja. Darf man eigentlich ghosten?
Das Sucher darf man ghosten. Okay, und er ist direkt hinter mir. What the fuck? Was ist das für ein scheiß Targeter? Da oben kommt gerade nochmal einer. Okay, die kämpfen. Los, die bekämpfen sich. Du kannst deinen abstauben. Oh ja, oder? Ich hab Speed, ja. Jetzt kann ich 10 Sucher einsetzen. Wenn du Speed hast, dann nicht springen. Ja, stimmt. Okay, nice. Den anderen? Jetzt habe ich aber nicht mehr Speed. Aber komm, du kriegst den Multi. Ja, ich muss mit dem Pfeil hier und die. Wie das aussieht. Ich muss den unter 5 Herzen kriegen einfach hier und die. Ah shit, jetzt habe ich eigentlich aus sich geschafft, leider. Toll, was war denn das gerade? Er hat sich nicht... Ah, oh, ich wurde getauscht. Das sah aber komisch aus. Okay, 30 Blöcke ist der nächste Spieler, ich kaufe jetzt einfach mal weg. Ich müsste irgendwie essen können gleich mal. Na komm, schaff ich jetzt. Dings, ich habe eine Frage. Ein Optifine-Cape, kostet das? Oh ne, der war gerade geportet, shit. Kostet sich ein Optifine-Cape, kostet das eins zu machen? 8 Euro oder so kostet es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, aber die Optifine sind, glaube ich, down aktuell. Wurde es dir spendiert oder hast du es dir selber geholt? Michelangelo hat es mir gekauft. Achso. Michelangelo. Ne, Michelangelo LP, das sind zwei verschiedene Leute. Ach so, gibt's noch so einen anderen? Ach so. Ja, Michelangelo LP. Ich habe gerade so Michelang verstanden, aber. Ah. Ich habe so Michelangelo. Ich kann was craften. Ich habe kurz Michelangelo immer Michelang LP gesagt. Ich habe ihm früher immer Michelang gesagt, genau, weiß ich noch. Das war legendär. So. Okay, 70 Blöcke. Läuft eigentlich ganz okay. Ich hätte noch eine Schadenspotion. Falls einer eine möchte. Hopp, kommen wir dann weiter. Multi, wir ziehen wahrscheinlich in anderthalb Monaten um und auf dem Land, da habe ich noch schlechteres Internet. Was ist das denn jetzt für Internet? 6K! Und nachher hast du noch 1K? Oder wie? Auf jeden Fall. Ich meine, viel schlechter geht's noch nicht. Aber auf jeden Fall hat man da auf jeden Fall so eine schlechtere Connection, also wenn man so auf dem Land ist. Achso, meinst du höher Ping? Ja, ja. Und der hier ist der AFK. Oh, easy. Weiß ich, was der gerade gemacht hat. Multi da liegen Dias. Echt jetzt? Oh shit. Ja. Okay. Ich dachte. Oder ein. Da ist er gestorben. Aber da. Ja, da liegen echt Dias hier. Toll. Er übersieht die einfach, er läuft da überhaupt. Ist ja nämlich in der Nähe. Ich guck mal. Okay, ah ja, ein Dia raus. Also ich sehe. Okay, oh doch, da ist einer hinter dir. Da ja. Der hat einfach gar nichts. Er hat gar nichts, ne. Alter, das ist Unge. Oh shit, jetzt habe ich mir. Ist das Unge? Ja, nee, es ist einfach. Also wie leckt denn der? Nee, es ist nicht Unge, der wird nicht so lecken. Ja, das hat einen Gold dafür gegessen, glaube ich. Das war Spaß, weil er halt so einen Skin hat. Nein! Und... ich hätte ihn gern gekriegt. Also 205 Blöcke ist der nächste Spieler. Multi-easy wreck die Runde jetzt. Ja, easy gedreckt. Und da kann kein Spielblöcke benutzen, stimmt. Wie viele Siege hast du eigentlich schon bei Ender Games? 2, glaube ich. Ich habe schon irgendwas mit 60 oder so, glaube ich. Und wie viel gespielte Runden? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Warte, ich gebe mal Slash Stats ein. Ich glaube, auch 400 oder so gespielt bisher. Ich habe 600 gespielte Runden und 40 oder so gewonnen. So, oh, läuft bei dir. Die 40, ja, läuft. Der Skiller. Also, so, okay. So wird es auf jeden Fall besser. Ey, früher habe ich immer so einen ganzen Tag lang gesuchtet, um mir ein Kit zu kaufen. Ich weiß noch die Zeiten. Das habe ich auch mal gemacht, wegen Zinsuche, aber nur ein einziges Mal. Ich habe jeden Tag, ich habe einfach so auf Coins gesuchtet, das war nicht mehr normal. Das haben wir auch so, ja. Ich kann mein Schwert verzaubern. Aber damals hat man irgendwie Ender Games viel mehr gespielt, finde ich, oder? Das kann gut sein, ja. Mann, das habe ich schon einfach direkt wieder. Weil damals auch die Zeit war, wo ungespielt diese Ender Kids angefangen hat, ne? Ja, du sagst schon richtig, ungespielt warst damals noch. Schaden, ja. Du hast Smite bekommen. Krieg ich ja vielleicht Sharpness, okay, ich Sharpness, dann nehme ich doch das Eisenschwert jetzt. Oh, die Schuhe hier. Aber man merkt schon, Ender Games sind auch wieder mehr gespielt jetzt. Ja, ja. Ich habe noch 2 Goldäpfel. Irgendwie, sobald es Simon spielt, ein Spiel wird das einfach so oft ge... Also so öfter... Das war bei Jumpdown jetzt auch so, ja, zum Beispiel. Ja. Es spielen jetzt so viele. Die Lobby wird... Also ich habe das heute gespielt mit ein paar Freunden. Und wenn da eine Lobby auf ist, dann wird die sofort einfach voll. Die ist einfach sofort voll. Hm. Dort, ich habe mit dem Ritter getauscht anscheinend. Ah stimmt, ich kann, Speed bringt ja bei mir nichts ans Zinsucher. So, ich will mal ein paar Sachen ausschmeißen. Das hier zum Beispiel. Wirklich, wird das dein dritter Sieg heute? Ich weiß nicht, ob Pfeile ich wegschmeißen müssen. Egal.
Ich denke nicht, also ich müsste sicher. Moment, ich habe eigentlich gutes Stuff. Kennst du Hans Time? Ja. Der ist aus dem Stream. Moment mal. Multi. 200 Blöcke. Brauchst du Pfeile? Ich habe. Nee, eigentlich nicht. Ich habe 3 Goldäpfel. So. Ah, shit. Nimm doch mal sehen. Juni ist ja nicht schon ein bisschen spannend. Aber irgendwie auch ganz chillig. Ja, ganz. Eigentlich ganz ruhig. Ist eine Full Dia oder so? Warte, ich guck mal. Du hast nur noch einen Gegner. Oh mein, warte. Noch einer? Ja. Oh ja, ja, lol. Okay, Oha, der hat so viel equipped, ne? Aber halt, er hat Dia-Schuhe und Full Gold. Oh, den kann ich kriegen. Ja, aber er macht sich, glaube ich, jetzt equipped, weil er eigentlich richtig, also weil er richtig viel getötet hat. Siehst du schon, was da für ein Kit ist? Warte, ja. Kann man das sehen? Warte, ich guck mal. Nee, aber je nachdem, wie er sich verhält halt. Oh, Multi, da ist er! Ja, ich weiß, also ja, ist, Mann, ich verkacke schon wieder beim Angriff direkt. Alter, der bewegt seinen Kopf voll komisch, Alter. Ja, ist kein Hecko. Nee. Ich muss doch mal einen Gold ablassen irgendwie. Ja, los jetzt. Er ist nicht hinter dir her. Gut. Ja, ich seh's. Ich hab ihn schon einmal mehr gehittet, glaube ich, an sich. Wo ist jetzt? Aber er hat einen Bogen. Jetzt reckt. Oh shit. LOL, der Hit. LOL. Okay. Er war Jäger. Jäger, ey, das kommt nur, wenn er Tiere tötet, gebranntes Fleisch mehr kann. Warum schreibt Hans Time 9 Multi? Das soll mal ruhig sein. Ist mir doch egal. Das war eine geile Runde. Eindeutig. So, ich hab geschrieben. Stats. Oh ja, mein KD ist sogar gestiegen. Läuft mir nicht. Ja, nur einmal gestorben, gut. Genau. Ich würde sagen, Leute, das war auf jeden Fall eine gute Runde am Ende. Ja, und ich hatte halt ein bisschen Probleme mit diesem. Allgemein, ich spiele halt genau deswegen nicht gerne auf Gomme. Weil es einfach da Leute gibt, die halt ein bisschen. Keine Ahnung, die können einfach auf Gomme trifft man einfach besser. Oder es gibt Leute, die auf Gomme besser treffen als auf anderen Server. Die Range wird ja auch blöd, so ein bisschen. Ich meine jetzt nicht unbedingt wegen der Range, aber es gibt Leute, die hitten einfach so komisch auf Gomme und das zwar relativ viel. Ich kann das einfach nicht auf Gomme. Ich muss das mal üben. Aber dafür gibt es halt Livestreams. Und deshalb, Leute, kommt am besten jetzt direkt im Livestream vorbei. Wenn es schon läuft, dann habe ich das auf Twitter angekündigt und sonst auch nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das erste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.